Im Havelland nimmt man am besten immer den Wasserweg, egal mit welchem Gefährt. Denn die Havel schlängelt sich überall lang, bildet an vielen Stellen wunderschöne Seen. Mit Paddelboot, Yacht oder Hausboot kann man sich hier tagelang in der Idylle verlieren und einfach nur die Seele baumeln lassen. Hallo! Ich bin in Brandenburg an der Havel, dem Herz der wasserreichen Gegend. Gut 70.000 Menschen leben hier in der märkischen Stadt mit maritimem Charme. Grün ist schön und viel Wasser. Man kann überall im Wasser sitzen, die Seen sind toll. So ein idealer Fall zwischen ganz Provinz und doch ein bisschen Stadtleben. Davon will ich mehr sehen und treffe eine ganz besondere Stadtführerin, Petra Stehlin alias Hexe Sindarin. Freut mich. Heute zur Stadttour mit der Hexe, die ihren Schatz verloren hat sozusagen. Genau. Eine höchst moderne Form der Schatzsuche hat die Hexe sich ausgedacht. Mit GPS, Koordinaten und vielen Geschichten rund um die Stadt. Diesen Teil nennen wir hier in Brandenburg an der Havel Klein-Venedig. Und die Gebäude, die hier gebaut worden sind, alle so um 1800 herum, hat man wie in Venedig auf Pfähle gebaut. Um vorwärts zu kommen, müssen wir Aufgaben lösen. Jahreszahlen finden, Figuren zählen, Wasserstände erkunden. 1 und 9 ist 10, minus 6 sind 4. So erhalten Sie gleich die Ziffern 3 und 4, denn beide sind identisch. Eine Koordinate führt hierher zum Fritze-Bollmann-Brunnen, benannt nach einem Brandenburger Barbier, dem man einst sogar ein Lied gewidmet hat. Genug vom Wasser, auch aus der Luft ist das Havelland sehenswert. Der Flugplatz Bienenfarm im Westen der Region bietet alle Möglichkeiten. Ballonfahrten, Tandemsprünge, Rundflüge, sogar selbst einmal ein Flugzeug steuern ist drin. Ich muss sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Denn ich habe noch nie am Steuerknüppel eines Flugzeugs gesessen. Hakim ist mein Lehrer und schon 15 Jahre dabei. Im Havelland, so erzählt er, hat Fliegen Tradition. Einst wagte hier auch Otto Lilienthal abzuheben. In einer flachen und endlos weiten Landschaft. Und geh mal eine größere Schräglage. Gegen Ende kann ich fast schon Kurven fliegen und mit Hilfe von Hakim gelingt auch die Landung einwandfrei. Wow, glücklich wieder gelandet und hat echt Spaß gemacht. Nach so viel Aufregung, Durchatmen im Dörfchen Ribbeck, bekannt durch dieses Schloss und ein kleines Gedicht. Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Das ist der berühmte Birnenbaum, naja, zumindest ein Nachkömmling des einst von Theodor Fontane Bedichteten. Vom Birnenbaum und seinen Früchten lebt der Ort bis heute. In der einstigen Schlosswäscherei treffe ich Marina. Schönen guten Tag. Guten Tag. Freut mich. Frau Wäscher aus dem Waschhaus. Oh ja. Hier betreibt sie seit 6 Jahren Museum und Café und alles mit ganz viel Birne. Birnen-Chili-Senf, Birnen-Meerrettich, Birnen-Senf, Birnen-Grillsoße, Birnen-Ingwer-Senf, Birne, Birne, Birne. Und so gibt es hier auch noch Birnentorten. Dies ist die Sahne-Schoko-Nuss-Variante. Rezepte verrät Marina aber nicht. Wer im Havelland einfach nur entspannen will, für den ist die Wellness-Farm von Elvira genau das Richtige. Schönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen auf der Farm. Dankeschön. Bei ihr stehen nur tiefenentspannte Pferde im Stall. Wir arbeiten mit den Pferden therapeutisch, ähnlich Richtung Delfintherapie, zum Entspannen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, zum Relaxen, zur Ruhe zu finden. Dazu soll ich mich einfach nur auf einen Stuhl setzen und lauschen den Kaugeräuschen der Pferde. Und vielleicht werden sie auch mit jedem Atemzug entspannter und entspannter. Elvira ist überzeugt, dass dieses Geräusch das Beste überhaupt ist, um abzuschalten. Ich brauche was anderes. Genau, Sie stellen sich schulterbreit in die Schale, dann haben Sie einen guten festen Stand. Und ich gebe Ihnen jetzt ganz viel Kraft und Energie für Ihren Alltag. Ich
Ich stehe in einer handgefertigten Klangschale aus Tibet. Das geht so von unten nach oben hoch. Und manchmal ist es so, dass mir die Leute sagen, es geht über den Kopf wieder raus. Und manche Leute spüren es nur bis zu einer gewissen Höhe im Körper. Und es gibt richtig Kraft und Energie. Und ich verstärke das jetzt nochmal mit dem Gong. Ja, das tut gut nach einem so ereignisreichen Tag im Havelland.